Und weiter geht's. Okay. Yay. Da sind wir. Hallo. Einfach mal so ohne 3 zu 1, einfach nur weiter geht's. Ja. 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 Ganz Freestyle. So. Ja, wir waren gerade beim Thema Cliffhanger und ja, genau. Ich räume hier nur gerade Schranz ein und ich habe keine Ahnung, ich will nicht alles. Okay, so. Ja, eines schönen Tages wollte ich auf meinen Kanal schauen, von der Arbeit aus, und er war zu. Ja, so fing es halt an. Und dann dachte ich mir, okay, was da nicht in Ordnung? Bin nach der Arbeit nach Hause, meine E-Mails gecheckt und da war da eine E-Mail von YouTube mit drin. Ja, dein Kanal ist erstmal gesperrt wegen verdächtigen Klicks. Und ich so, hä? Verdächtige Klicks? Und dann, ja, verdächtige Klicks, dies und das, ne, kann das sein, aber wir dürfen dir natürlich nicht genau sagen, was. So. Ne, also, sollte so 1 bis 2 Tage dauern, bis der Case komplett bearbeitet ist. Der Kanal war einfach erstmal nur so dicht gemacht. Prophylaktisch. Dann E-Mail gekriegt, ja, verdächtige Klicks, der wird nicht mehr geöffnet. Weiter nachgefragt, was für verdächtige Klicks? Weil, ne, ich habe den dann halt natürlich auch genau geschildert, was alles passiert ist. Und dann haben die mir halt eine Statistik geschickt, dass es ungefähr 14 Millionen Zugriffe auf meinen Kanal gab, von China aus, die auch direkt auf meine Ads geklickt haben. Das fällt dann halt auf, wenn das von heute auf morgen von einer einzigen IP kommt. Ja. Und seitdem ist mein Channel halt zu. Ich habe ein Ticket aufgemacht, die prüfen das dann nochmal ganz genau, ob das jetzt halt irgendwie ein Scam oder sonst was ist, aber das dauert halt zwischen 6 und 8 Wochen, wo jetzt halt schon so 2 von durch sind. Wo ich mich aber dann schon frage, wie sowas überhaupt passieren kann. Warum geht ein China-Typ hin? Du hast ihn ja nicht bezahlt oder so, nehme ich mal an. Nee, aber es kann natürlich auch... Ich weiß es jetzt nicht, also wenn man jetzt anderen Leuten... Du kannst ja einfach über einen Proxy-Tunnel oder irgendwie einen DDoS stellen, so... Das Prinzip dahinter ist dann ja... Ja, oder hast du dich vielleicht mit irgendjemandem zerstritten und der macht das jetzt dann deswegen, weil ich weiß es ja nicht. Nicht, dass ich wüsste. Kann sein. Ach, ja. Menschen jetzt, die haben Langeweile, du. Oh ja. Naja, ist halt schade, ne? Jo, mich würde es extrem ärgern, ehrlich gesagt. Wobei, ich muss sagen, bei mir ist jetzt auch irgendwie, habe ich auch immer ganz kurz gedacht, das wäre nicht ganz koscher, weil ich habe bei meinem neuen Projekt, was ich letzte Woche gestartet, irgendwie auf einmal so 60 Klicks, das habe ich auch noch nie gehabt, auf ein Video, was gerade erst online war. Das war wirklich gerade erst ein paar Minuten online, dann schon 60 Klicks gehabt. Hä? Dann habe ich aber nur festgestellt, dass das wohl Leute waren, die mich aus WoW kannten, dann irgendwie meinen Kanal gefunden haben und haben die das gleich in irgendwelchen Foren gepostet. Ja. Aber ich schweige, ich habe schon gedacht, irgendwas stimmt doch da nicht. Weil so erfolgreich kann ein 10 Jahre altes Spiel nicht werden. Wer weiß. Ja, obwohl das ist schon fast 20 Jahre alt. Nee, das ist 20 Jahre alt, ja. Commander Keen, ey. Nee, Super Nintendo Breath of Fire 2. Kennt das jemand? Wahrscheinlich nicht. Nee. Gab's halt auch gar nicht in Deutschland, offiziell. Böse. Ja, weil damals gab es auch super viele Rollenspiele für den Super Nintendo und viele sind überhaupt nicht erst nach Europa gekommen und wenn dann nur in Englisch. Ja, wahrscheinlich wegen den ganzen Nazi-Zombies. Nee, das nicht. Einfach nur, weil die meistens sich gedacht haben, lohnt sich nicht. Und weil vor allen Dingen die ganz guten Spiele meistens erst gegen Ende der Super Nintendo-Ära rausgekommen sind. Und da war das dann sowieso schon immer so, dauert viel zu lange, das jetzt zu übersetzen und bla. Und da waren die Übersetzungen teilweise auch richtig schlecht. Also die zwei Spiele, die ich zum Beispiel auf meinem Kanal schon habe, die Terranigma und Theory of Mana, die haben eine so dermaßen schlechte Übersetzung bekommen. Ich sag nur Figuren, die Hollorö schreien, also weiß ich nicht. Die Hollorö, statt Hallo oder so, oder Hurra, sagen sie Hollorö. Ja, sehr auch gut. Ja. Oder Kobolde, die die Lindenstraße gucken gehen. Ja. Das sagt schon alles. So. Ich crafte schon mal die Decoy Princess. Weil ich glaube, Material haben wir genug. Und ich muss leider das Bett wieder wegmachen. Oh.
Na, dafür können wir jetzt Wolle spinnen. Ich wusste mich jetzt fast so hart wie Super Hexagon. Ich komm nicht klar auf dieses Spiel, ne? Immer, ne? Wie viel kann ich denn? 35, sehr gut. Aber wo wollen wir den Drachen überhaupt machen? Keine Ahnung. Standardmethode wäre natürlich, ein Loch in den Boden zu buddeln. Ja. Und wir haben eine Decoy-Princess. Hurra. Vielleicht kann ja das Bett eigentlich wieder auf den Drachenboss beschwören. Machen wir dann gleich mal. Aber also ob der auf der Planet so gut ist mit dem ganzen Gift hier, ich weiß nicht. Suchen wir dann erstmal einen freundlicheren Planeten, wo wir den besiegen können. Aber ja, vor allem wegen Threat Level auch vielleicht einen Planeten, der niedrige Threat Level hat, also weiß ich nicht, keine Ahnung. Mir ist wurscht. Irgendwo im Alpha-Stadium. Ich weiß nicht, ist das schwer, der Drache? Keine Ahnung, ich hab noch nicht gemacht. Wenn du dich einbuddelst, ist der langweilig. Ansonsten, der haut schon gut raus. Also, und mit gut raus meine ich. Doch, mit Pech one-shottet er dich. Oh. Ja, dann wissen wir ja, was uns auf uns zukommt. Ne? Ja. Was denn? Er zerstört eine zwei Block, also von diesem halben Block, zerstört er zwei Dirts mit einem Angriff. Du kannst dich entweder in Kobbel einbuddeln, GG, er macht nichts, schießt einfach durch ein Loch nach oben. Oder du machst ihn normal, so super skillig, wie ist das? Ja, ich würde sagen, wir legen es drauf an und versuchen zu sterben, ne? Alles klar. Sterben! Ja, komm, zu dritt. Ja, ich habe schon 1000 Pixel jetzt für die Decoy ausgegeben, passt schon. Irgendwie laggt es bei mir. Keine Ahnung. Mensch, wie kommt's? Brauchst du auch neue Hardware? Jetzt ist das bei euch nicht der Fall, wenn ihr buddelt oder so? Nö. Manchmal habe ich kleine Ruckler, aber das war's. Komisch. Bei mir ist alles okay. Egal. Läuft. Ja, läuft ja auch alles nur zwischendurch. Naja, egal. FPS-mäßig oder verbindungsmäßig? Nee, verbindungsmäßig. Das kann so. Aber eigentlich. Das ist das ganz Lustige irgendwie, weil ich bin ja eigentlich, ne? Ja, du bist ja Localhost, ne? Ja, eben. Deswegen wundert mich das ein bisschen. Client-seitig? Schon komisch irgendwie, aber ist ja auch egal. Läuft. Im Hintergrund vom Space verkackt, sag ich schon. Stirbt jemand, verreckt jemand, so. Bei mir? Achso, ja, nee, das ist meine Freundin, die sitzt immer noch da. Ja. Und wartet auf 10 vor X. Jetzt gerade genau, 10 vor X, wir wissen immer noch nicht, wann sie abgeholt werden will. Nee, zum Bus muss. Ja, das ist. Irgendwann 10 vor. Merke ich dann. 10 vor X. So, wir fangen eine neue Aufnahme an. Ich will zum Bus! Oder wir haben eine Aufnahme gerade angefangen, die Aufnahme geht 5 Minuten. Ich will zum Bus! Ja, genau, so in dem. Was angedacht. Aber seid beide krank. Eieiei. Ja, ich war der Erste, der krank war. Eieiei. Beziehungsweise hab's vom Kumpel, der hier übernachtet hat, und hab's weitergetragen. Eieiei, ich treff mich in Rennen. Offene Beziehung. Kumpel, Anführungszeichen. Ich treffe mich aber generell nicht mit Leuten, die krank sind, weil ich will nicht krank werden, ich bin sehr anfällig dafür. So, was haben wir denn hier? Heber? Ihr wisst Heber. Moins. Ein Vogel. Ja, du hast einen, ja. Ja, hier oben. Jetzt nicht mehr. Ich habe mich gerade erst vom Schiff geportet und ihr scheint ziemlich nah zu sein. Autsch. Das heißt, da sind wir hier rum. Ja, sehr groß scheint er nicht zu sein, der Planet. Ach, das ist naja, doch. Also, er ist schon relativ groß. Das hat jetzt schon lange gedauert, bis ich da durch. Eine ganze Aufnahme gedauert, bis ich rumgelaufen bin. Also, bitte. Och. Aber ja, hier ist nicht viel. Also, wechseln wir mal den Planeten. Hier so. Sind echt nur noch anderthalb Meter bis zum, wo wir runterkommen. Ja, wechseln wir den Planeten. So. Lalalala. Auf was für einen Planeten wollen wir den Drachen denn platt machen? Beziehungsweise ich guck erstmal wegen einem neuen Schwert. Ich leere jetzt erstmal mein Inventar. Was habt ihr für einen. Ach, ihr habt den Hammer, habt ihr, ne? Ja, Strength Tester.
Ja, ich hab halt lieber den. Das Schwert aus irgendeinem Grund. Warte mal, 1-1-1. Ja, das haut halt schneller zu. Awesome Planet Killer. Ja. Aha. Ja, ja, gut. Wechseln wir mal um Planeten. Wo wollen wir den denn? Wollen wir den Alpha-Sektor machen oder wollen wir den hier im Gamma-Sektor machen? Das ist schon egal eigentlich. Ja, auch. Ja, dann machen wir den irgendwo hier. Suchen uns einen Data-Planeten. Da, gehen wir hin. Übrigens ist der Shiplocker gleich voll. Was macht ihr denn mit dem Shiplocker? Ihr ist übertrieben, Alter. Da müllt doch einer alles rein, was nicht bei 3 auf dem Baum ist. Oh mein Gott. Ah, Quatsch. Was Quatsch? Wir haben doch hier auch extra eine Essenskiste. Wir haben hier jede Menge Kisten, die noch leer sind, mein Freund. Ja, hier ist jetzt eine neue Kiste. Du kannst eine Kiste machen mit Grab, mit Statuen oder mit Steinzeug einfach, wo du die ganzen Kackdinger da mal reinpacken kannst. Wir haben eine Waffenkiste. Wenn die voll ist, machst du halt eine zweite Waffenkiste. Was machst du hier mit meinem Schiff? Ach, warum denn nicht? Warum denn nicht? Sollen wir mal zu dir nach Hause kommen und da mal alles tummeln? Guck mal, dann auch mal rum. Schlimmer als jetzt geht gar nicht eigentlich. Ja, was so schlimm sieht bei dir zu Hause aus? Oh mein Gott. Kein Wunder, dass du krank bist. Außer die leichte, flauschige, die große, flauschige Couch. Die, was? Wedding Dress? Ja, hab ich gefunden. Geil. Hammerhart. Kannst du heiraten? Yay! So, nur ein Oberteil, da fehlt eine Menge. Dann fehlt noch das Priesterzeug, ne? Oh, hier ist aber auch direkt eine gute Stelle, um ihn zu machen. Ja. Super flach, relativ hohe Schwierigkeit, sag ich schon, Schwerkraft. Ja. Aber warte mal, wenn das ist obviously zu flach, hier muss irgendwas sein. Wenn du nach links direkt gehst und Dungeon gefunden. Ja. Ja, wartet aber bitte. Wartet, ich muss mich erstmal heilen. So ein Vogelmenschen-Dungeon. General wieder. Ein paar Bandagen machen, ja. Hallo. Oh. So. Ja, dann räumen wir den Dungeon aus. Auf und dann machen wir den, Ich brauche auch mal so eine Waffe. Ja, damit könnte der Drache auch jetzt dann Ewigkeiten dauern. Warum? Waffenschaden. Ach so, Schusswaffen meinst du? Mhm. So, hier sind sie. Hauen wir mal kaputt. Ich traue den ganzen Dingern hier nicht mehr, ne? Seit es hier Lavaböden gibt. Kannst ja Fackeln setzen, dann weißt ja, was da eventuell kommt. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Circuit Board, 100 Pixel. Yay, hier ist ein Gong, den man schlagen kann. Nice. Das perfekte Accessoire für unser Raumschiff. Ja, einfach mitnehmen. Na, kein was ist hier? 75 Pixel sind hier immer nur so in den Truhen. So. Du zuerst, ey. Ich zuerst? Ja. Yay, das kann man ich hab Flares, die kann ich da runterwerfen. Und dann kannst du ja mit Alt, mit Steuerung da. Nee, wie war das? Ja, mit Steuerung. Runter. Gibt's hier eigentlich in dem Spiel auch so SWAT-Ausrüstung oder sowas? Bestimmt, oder? So, dann nehme ich mal die Flare. Moment, dauert einen Moment. Kannst ja übelst die Rollenspiele mit aufbauen, ey. So. Ja, ich mach jetzt einen auf SWAT und so. Zombie-Apokalypse. Ah, okay. Das wäre keine gute Idee, da runter zu springen. Behaupte ich jetzt einfach. Knapp. Ich wollte den Vogel eins werden. Hey Mr. Glurak, da wo die Erde über dem Loch ist, da lohnt sich's runter zu springen. Bestimmt. Da war eine riesige goldene Kiste. Ah, ich bin fast tot. Das Kreislegengeräusch kannst du getrost ignorieren. Werden aber auch nicht weniger hier, ne? So, was ist denn hier oben so? Haben wir eigentlich schon die besseren? Die müssten doch eigentlich schon diese Nano-Raps machen können, oder? Diese Nano-Dinger, die uns da besser heilen. Müssten wir die nicht schon können? Danach.
Nach dem Drache, glaube ich. Oder müssen wir dafür dieses Portable-Ding da erst bauen? Mensch, du hast hier 150 Pixel übersehen. Oh, und jetzt? Nochmal 125. Weil die Bandagen, die heilen mich halt so gut wie gar nicht mehr irgendwie. Ich würde mal 3 Stück verbrauchen, um überhaupt mal andersweise vollgeheilt zu sein. Hier oben ist nichts. Toll. Oh! Ich bin durch Fallschaden gestorben. Haha! Noch nicht mal durch die von mir persönlich sorgfältig abgedeckten Kreissägen. Das waren ein paar Meter. Toll, jetzt habe ich noch 2700 Pixel. Ja, vor allem der Fallschaden hier müsste ja auch noch höher ausfallen wegen der erhöhten Schwierigkeit, sag ich schon. Gravitatät. Gravitatät, ja. Genau. Alter. Gravitation, mein Freund! Das waren ein paar Meter, ne? Auf einem anderen Planeten fällst du immer so weit runter. Das ist das Gravität. So eine das Gravitätsfeld. Das ist Gravitation heißt, das ist durchaus so gut. Irgendwie merkt man das voll gerade. Aber ich finde Gravitation ist jetzt hier Wortneufindung. Ab in Duden damit. So wie Schrub und so, ne? Genau. Ich meine, ich habe mittlerweile 4600 Pixel. Aber wird ja, langsam. Ich habe schon wieder 2-3, ey. Lalalala, warte, hier unten schon überall? Ja. Ah, scheinbar. Ja, so hier unten waren wir schon und wie weit das dahin geht, weiß ich nicht. Da bin ich gestorben irgendwo. Also links habe ich alles abgedeckt. Da ist gut, ja, gut. Rechts habe ich alles abgedeckt. Bist du durch? Ja. Ja, denn? Wie viele Pixel hatte ich denn, dass ich jetzt 2800 habe? Viele. Das ist schon eine Menge gewesen. Wahrscheinlich. Sein. Das ist wahrscheinlich so 4000 oder so. Schade. Würde ich jetzt aber auch sagen. Aber weißt du, was ich jetzt mache, bevor wir den Drachen machen? Weil wir werden da wahrscheinlich ein paar Mal sterben. Haben wir einen Pixel-Kompressor? Nee. Sollten wir vielleicht den mal bauen. Können wir dieses Zeug safen, bevor wir jetzt gegen den antreten und unsere ganzen Pixel verlieren? Eine gute Idee wäre das, ja. Gucken wir doch mal. Pixel. Ja, ich wäre bereit. Pixel. Ne, das ist eine Raffinerie nur. Wo kann man den denn bauen? An Drucker. Metal Workstation? Hier, da. Steelbar und Titanium Panels. Und Titanium Panels können wir machen, da haben wir genug Material für. Und ich werde mir auch mal eben diesen mobilen Ding da bauen. In der Hoffnung, dass das vielleicht tatsächlich. Boah, ich brauche Inventarplatz, merke ich gerade. Ey, weg damit. Das brauche ich nicht. Weg damit. Weg damit. Brauche ich auch nicht. Wieso habe ich denn jetzt das Bett in der, bei mir im Inventar? Das kann ich dir nicht beantworten. Keine Ahnung. Irgendwo gesammelt, vielleicht. Ja, was man alles so aufsammelt. Na. So, ich wollte jetzt mal 2 Sachen bauen, genau. Das hier möchte ich bauen. Eine Wiring Station kann ich übrigens auch schon bauen, sehe ich hier gerade. Aber die macht noch keinen Sinn, weil. Die brauchst halt nicht. Habt ihr eigentlich gesehen, dass sie diese Skyrails aus Bioshock Infinite hier eingebaut haben im Spiel? Ja. Das muss eigentlich irgendwie cool sein, irgendwie. Ich muss mal eben kurz ein paar Sachen machen. So. Dann bauen wir das hier. Bauen wir jetzt ein Pixel. Printer, ein Portable und dann noch ein Pixel-Kompressor. Was müssen wir dafür haben? Titanium-Panels und Steelbars. Machst du das? Space? Oder? Was denn? Den Pixel-Kompressor, oder? Ich war gerade abwesend. Pixel-Kompressor mache ich, ja. Ja, alles klar. Ich habe den Portable Pixel-Printer gebaut. Den könnt ihr dann alle nehmen für die neuen Rezepte. Ich laufe den mal zu. Bitteschön. Ich habe die Princess allerdings schon geplantet. Ich weiß nicht, ob sie despawnt, wenn ich jetzt hochgehe. Dann bleib unten. Hier können wir dir ja auch unten zuwerfen, das Ding. Ja. Yep. Du kannst aber auch wieder abbauen. Ach so. Aber hier steht sie gerade so gut. Was soll ich jetzt mit dem Portable Pixel Printer nochmal machen? Einfach links klicken, dass du die Rezepte lernst. Ach so, okay. Die Hand nehmen und dann. Was ist denn ein Nano Stove? Provides exceptional heat and a good place to cook. Ach so, das ist ein
Koch, genau. es ist ein Kochding natürlich. Genau, und hier haben wir auch die Nano-Raps Bandit. Da können wir die neuen Nano-Dinger bauen. Yay. Brauche ich mir direkt mal 8 Stück von. Brauchst halt nur Bandagen, um die herzustellen. Scheiße. Und Pixel. Und Pixel, ja. Viele Pixel. Pixel ist jetzt gerade, ja, aber Pixel ist gerade nicht so mein Problem. Problem ist eher, Bandagen habe ich keine mehr. Ja. Ich habe noch ganz viele Plant Fibers. Ich könnte dir welche geben. Ja, wenn du welche übrig hast, wäre das nicht schlecht. Ich habe eine ganze Menge über. Ja, dann rück rüber. Ich gebe dir mal die Hälfte. So, ja, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Ja, du sollst, hast du den Pixel-Kompressor gebaut? Pixel-Kompressor bauen, ja, genau. Wo baue ich den? Crafting-Table? Ja, oder? An diesem Roboter-Tisch. Im Roboter-Tisch? Ah, okay. Ich glaube, ja, dann gibt es einfach Pixel, dann siehst du den da schon. Pixel-Kompressor. Pixel-Kompressor, ja. Dafür brauche ich jetzt Titanium-Panels. Hast du denn genug? Ja, stimmt. Titanium-Panels und Steel-Bars, genau. Steel-Bars habe ich noch genug dabei. Titanium-Panels, wir müssen mal gucken, wie man Titanium-Panels überhaupt baut, weiß ich nicht. Mal gucken. Titan, da schon mal nicht, hier vielleicht? Die sind hier. Panel. 3 Stück. Brauchen wir Titanium-Bars für, ja. Ja, haben wir ja noch ein bisschen. Ich hole mal. Ja, mach das, ja. So. Titanium haben wir da. Wie viele Pixel hast du denn, Hack, dass du dir das leisten kannst zu sterben? 2,5. Okay, ich hab halt jetzt 3000 noch fast. Titanium Panel. Wie viele brauchen wir da? 1, ne? 20, glaube ich. Guck grad nochmal. Hack, das war falsch. Ja, ich hab jetzt genug. Ich guck grad mal. 20 brauchen wir, ja. Du baust ja mit einmal bauen 3 Stück, das heißt, du musst 5, 6, 7 7 mal was bauen. Ja, Pixel-Kompressor ist fertig. Okay, dann bau den mal irgendwo hier hin. Was habe ich denn da jetzt in der Hand? Den Pixel. Noch ein Portable Pixel Printer habe ich ja, in der Hand. Ja, den hat man unendlich oft. Den kannst du nachher runternehmen und Hack dann noch werfen, dass du das Zeug auch noch lernst. Ah, okay. Ja, wo stelle ich den jetzt hin? Ja, wo Platz ist. Aber jetzt ist ein bisschen größer, ne? Ja, bauen wir das halt ab. Ja. Was? Ja, dann. Gucken wir mal, wie das funktioniert. 1K Voxel kostet 1000 Pixel, aber kostet 2000 Pixel. Das hilft mir direkt mal mit 2000 Pixel hier. Zack, da haben wir 2K Voxel mache ich mal. Ja. Und die kannst du nachher wieder rückgängig machen. Das hast du noch nie gemacht, ehrlich gesagt. 2000 Pixel compressed into a Voxel. 40% of Pixels are lost during the. Was? 40% Pixel gehen verlieren, wenn man sie komprimiert. Nee. Doch. Kann also, wenn es in der Raffinerie reinhaust, steht hier, kommen da wieder 2200 Pixel raus. Also sprich 800 Pixel verloren. Bei 2000 kommen? Ja, 1200, genau. Das ist ja eine Verarsche. Ja, gut, aber auch einen Chiplocker? Ja, ich meine, das kann man wenigstens. So kann man es aber auch erstens traden und zweitens kann man so, wenigstens, wenn wir jetzt beim Drachen halt 1000 mal verrecken, sind die halt weg. Mhm. So. Ja, kann ich mir jetzt eine bessere Waffe bauen? Ich guck mal. Glaube nicht. An dem Robotik-Ding schon mal nicht. Oh, ist der feige. Ich warte doch nur. Na gut, ich komme runter. So, soll ich dir den Pixel-Dings nochmal geben? Das mag geben, ja. Ja, meine ich ja. Ja, kurz. Und dann machen wir den Drachen, aber erst in der nächsten Folge. Ha 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 ha! Ja, machen wir das? Ja, in der nächsten Folge. Gut. Also, bis dann. Tschüss.